Hallo, ich bin von mir ums Jahr, an die Geräte zu Hause und ich bin wieder da mit Chrono Trigger. Ja, wir haben auch eigentlich den fast dann schon beendet. Leider war es, der Patrick, der Part ist auch schon hochgeladen. Hey! Beziehungsweise, der wird ja schon, der ist ja schon gestern hochgeladen worden. Warum ich jetzt auf einmal darauf komme? Frag mich nicht. Ist egal. Wir müssen uns jetzt aber darum kümmern, dass wir diesen Dungeon jetzt endlich beenden können. Ich mach dann nur das ja so hin, dass ich die zuerst tot kriege. Komm. Und jetzt, pass auf, Laserwurmel! Wirkt auf alle Gegner. Ha! 2-2-2-2. Das ist nicht geklappt. So haben wir Zyklon! 9-8-8. Komisch. Das lief wieder besser. 3. Bing! 10 tot. 203 Erfahrung. Take. Penny erreicht nächste Stufe. Lily erreicht nächste Stufe. Ruffy Wilger kann die nächste Stufe erreichen. Jetzt aber die Titanweste. Von hier aus möchte ich mal ganz kurz was noch machen. Werde ich doch gleich sehen. Was? Ich will noch mal eins hoch. Wir wollen hoch. Ich werde gleich sehen, was ich hier habe. Jetzt muss ich mal ganz kurz was tun. Tut mir leid. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal eine Unterkunft verwenden. Ist halt positiver. Kommt besser. Glaub mir. Wir wollen runter. Und wir wollen runter. Ja, dann wollen wir hier hin. Hier gibt es nochmal eine Pistole. Und jetzt können wir den Code eingeben. Verriegelungssystem, Xavi in Betrieb, Passwort eingeben. Dann wollen wir mal. Kann man sich eigentlich ganz leicht merken, weil es geht einmal um das Viereck. So, hier haben wir. Ein Riesencomputer. Aber den wollen wir mal sehen. Mal gucken, was da rauskommt. Wieso macht das Ding Alarm? Wieso kommen da komische Geräusche? Warum macht das Ding jetzt fast eine explodierende Geräusch? Warum springt Benny so im Dreieck? Alarm. Sicherheitssystem spielt verrückt. Sofort evakuieren. Das ist nicht ernst, ne? Raus hier! Raus hier! Beeilung, jetzt! Da! Ah, ich geh kaputt! Wow! Ja! Das war ich hab. So! Ja, mal raus hier, raus hier! Die Fahrstühle funktionieren auch nicht mehr. Nur so nebenbei. Warum rennen wir hier raus? Da sind meine Freunde. R-64Y, R-67Y und R-69Y, wie schön. Was macht ihr da? Du bist defekt, du wurdest manipuliert. Was? Ich habe einen Fehler. Bestätigt. Ein Defekt. Ich bin ein Defekt. Hast du unsere Mission vergessen? Alle Eindringlinge müssen eliminiert werden. Dazu war ich da. Du bringst uns Schande. Du musst zerstört werden. Wow. Oh. Benny! Ruffy, Benny wird bekloppt! Oh. Roboter mobben mal so auf. Bitte, hört auf, bitte! Das kann man sich doch nicht mehr lesen. Hm.
Ja. Benny ist jetzt defekt. Er kommt nie wieder. Das war's mit Benny. Im Chrono Trigger. Benny! Und nun sind die Eindringlinge dran. Ja, und Blechkisten. So kommt ihr nicht davon. Das stimmt. Hier gibt es so einen ganz leichten Trick, den man euch beibringen kann. Und zwar der Zyklon. Da man sich immer mehr auf diese Mitte konzentriert. Zack, 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 zack. 100 mehr. Seht ihr? So einfach geht das. Da passiert auch nicht viel. Man lässt Chrono einfach ein bisschen mal abwarten. Ja, hier muss ich Schaden kriegen. Ist jetzt auch nicht, der Arsch. Nein, zack. Zyklon. Auch die drei wieder. Und la 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 la. Sind die ersten drei down. Was will man erwarten? Ja, dieser Endboss ist wirklich, ich sag jetzt wirklich, das ist ein Endboss. Eigentlich mit der einfachsten, die ich komplett spiele. Steht jetzt aber noch einfacher als den Drachenboss. Die haben alle Runde 200 KP, also heilen ist nichts Großartiges. Naja. Ein bisschen Schaden kriegen, ja. Och, das geht mir aber, das ist das Einzige, was auf die Nerven geht. Man kann mal zwar versuchen, dass man die einzelnen Roboter einzeln auseinanderschalten kann. Ich rate euch, macht es nicht. Es bringt nichts. Man hat am Ende mehr zu tun, als wenn man so, als wenn ich das jetzt, als wenn man das so wie ich es mache. Einfach mit dem Zyklon, einfach drauf da. Wenn wir schon in die Mitte zählen, hat man alle drei los. Ist man jeden einzelnen da gleich weg. Der Boss ist vorbei, 460 Erfahrung. 480 Erfahrung, 600 G. Kein Sekund. Benny! Wir haben Schrottersen gemacht. Wie sie da einfach reinkrabbelt. Was machen wir? Benny ist kaputt. Raffi, Janni kann ihn reparieren. Was machen wir jetzt natürlich? Die schieben ihn wieder rein. Nur die schieben ihn wieder rein, wie zwei Leute, das ist dann. Kannst du mich reparieren? Sei still. Ihr versucht unsere Welt zu retten. Ich weiß nicht, wie die Welt, wie weit wir kommen werden. Aber so ist es geplant. Was machst du, Benny, nachdem du repariert bist? Was ich machen werde? Ja, ich meine, was für Pläne hast du für die Zukunft? Nanny, das hat mich noch nie zuvor jemand gefragt. Ja, der Roboter ist schon cool. Glaubt mir, der Roboter ist cool. Guten Morgen. Benny, mir geht's gut. Janni, du bist unglaublich. Hoffentlich muss ich das nie wieder tun. Janni, ich habe mich entschieden. Ich möchte mit euch kommen. Bitte? Ihr hört mich nicht mehr. Vielleicht können wir diesen Leuten gemeinsam eine Tür geben. Also, das Tor wartet. Rosenfest! Wie sie auch gleichzeitig synchron das machen, die total witzig dort. Und dann verlassen wir jetzt die Zukunft und kehren. Wo kehren wir hin? Wo sind wir denn? Wo sind wir? Das sieht eigentlich aus. Komm, was machen wir? Naja, egal, hier ist erstmal ein Mann, den fragen wir es mal. Oh, Besucher! Was heißt das, Besucher? Wo sind wir? Nun, dies ist natürlich das Zeitenende. Alle verlorenen Zeitreisenden landen hier. Aber wo kommt ihr her? Wir sind vom Königreich Guardia, ca. 1000 AD. Wir kommen von 2300 AD. Wenn ihr vier oder mehr Wesen ins Hintere schreiben, dann sie gemäß dem Gesetz der Zeitverhaltung ein am Raumzeitkontinuumpunkt geringsten Widerstandes. Kurz gesagt, hier. Störungen im Raumzeitkontinuum haben in letzter Zeit zugenommen. Viel zu viele Leute tauchen plötzlich hier auf. Ich möchte irgendwas an einen starken Einfluss auf das Zeitgefüge. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Dass einer von uns hier bleiben muss? Hier allein! Hier bleiben? Allein? Es ist ziemlich hell hier.
Hey, ich bin alter Mann, Junge. Hey, willst du mit mir was? 2 Minuten. Oh, keine Sorge, alle Epochen laufen hier zusammen. Ihr könnt eure Freunde jederzeit besuchen, aber Gruppen dürfen nur nicht größer als eine Person sein. Also muss jemand hier bleiben. Wer ist das, Raffi? In dem Fall, lass mal Benny hier. Bitte hol mich ab, wenn es nötig ist. Also wen du möchtest. Vergiss nicht mit Y und kannst du eine Person austauschen. Wie kommen wir an der Zeit zurück? Bis zur Fest noch Zauberer Magie benutzen. Aber ihr habt die Entschlossenheit, meine ich, Magie braucht Kraft aus dem Herzen, innere Kraft. Sie teilt sich in 4 Typen auf. Wasser, Gewitter, Feuer, Wasser und Schatten. Und damit kommen wir zu einem Punkt im Spiel, den ich euch gleich erklären werde. Oder im nächsten Pod. Du mit der Strahlenversuche, du bist Gewitter. Die mit dem Pony ist Wasser. Die mit der Schränkbrille ist Feuer. Nicht nur Magie, sondern alles basiert auf dem Gleichgewicht dieser 4 Kräfte. Denk Magie und läuft bei der Tür beginnt 3-mal im Uhrzeigersinn an der Wand meines Raums entlang. Im Uhrzeigersinn, aber... Das heißt so, oder? So? 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 So, 1... 2... Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. So, warte, das ist jetzt Nummer 3. Dürfte Nummer 3 sein. Nummer 3, genau. Sehr gut. Ipso facto minimo. Magico. Ja, Raffi hat Magie erlernt. Lori hat Magie erlernt. Wow, sie erlernt Magie. Voll episch. So, als wie sie einfach da oben gefreezt ist. Johnny hat Magie erlernt. So, mit Magie gestärkt wollte sie ausprobieren. Ja, versuchen wir es mal. Gut. So. Jetzt hat jeder einzelne Charakter, den wir jetzt haben, ein einzelnes Element. Johnny Feuer. Raffi Gewitter. Also das Licht. Und... Lilly Wasser, und das bedeutet jetzt, man kann sie jetzt individuell wirklich mal benutzen. Auch Lilly kann wirklich was jetzt im Kampf. Sie kann jetzt nicht mehr nerven. Wo sie halt nie genervt, sagen wir mal so. Angriff mit Blitz. Und man sieht schon die Kräftenunterschiede, ja. Diesen Speck hier sollte man nicht unterschätzen, der hat eine ziemlich hohe magische Angriffsart. Aber wenn ihn besiegt, kriegt man natürlich noch etwas von ihm. Das will ich natürlich haben. So, das Ganze läuft sich dann nämlich auf, ich glaube, Aether mit Magiepillen. Aber ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Alles habe ich auch nicht im Kopf. Auf jeden Fall ziemlich nützlich. Spätere Formen von ihm sind dann schon etwas bösartiger, wenn ihr mich fragt. Aber egal. Mein Handy nervt mich gerade echt ziemlich. So, ich glaube, das müsste es gleich gewesen sein. Ja, genau. Das hat vielleicht genervt. Warum macht das nicht so? Hier für euch. Ich denke, spezielle Forschung und alle Magiepillen in 5 Meter. Ist gut. Ich bin dabei, sondern kriege es. Oh, ich habe ihn selbst angestellt. Ihr seid zum Schießen, bringt mal nach Freunde. Ja, das werden wir natürlich auch machen, wenn wir welche haben. Also, ja, erstmal heim. Und ich beende mir jetzt hier diesen Part von Chrono Trigger. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder von Chrono Trigger. Bis dahin. Ciao.